Die erste Frage, die sich ein Autofahrer in diesem Zusammenhang stellen würde, ist: Kann mein Motor das überhaupt verkraften, synthetische Kraftstoffe? Ja, kann der Motor. Und der Autofahrer stellt sich auch eine kluge Frage. Und wir reden im Moment von der Beimischung von Methanol-Benzin oder auch von Methanol-Diesel. Also zu Benzin käme Methanol-Benzin, zu Diesel kommt Methanol-Diesel und übrigens zu Heizöl, was im Wesentlichen Diesel ist, käme auch der Methanol-Diesel, der auch für LKWs dann interessant wäre. Und hier ist der entscheidende Punkt, dass ein synthetischer Diesel, ein synthetisches Benzin ist ein Benzin. Es wäre also ein Benzin, das man von seinen Eigenschaften her tanken kann und das mit anderem Benzin auch beliebig gemischt werden kann. Und für das Auto ist es alles dasselbe, weil der Motor dafür gebaut ist, mit jedem Benzin zu fahren, das unter diese Norm fällt. Also, Sie peilen das Jahr 2030 an. Um wie viel soll dem regulären Treibstoff denn synthetischer Treibstoff beigemischt werden? Der Vorschlag ist 15%, wobei sich diese 15% über die nächsten Jahre aufbauen können. Also vielleicht würde man in 3 Jahren mit 2-3% anfangen und würde das dann langsam steigern. Man hat auch die Möglichkeit zu sehen, wie das mit den Lieferumfängen ist. Wenn man also merken würde, es ist schwierig, den Umfang 15% zu liefern, dann würde man eben entsprechend langsamer mit der Beimischung verfahren. Man macht dauernd seine Erfahrungen. Letzten Endes ist das Ziel, auf 100% zu kommen. Das könnte im Jahr 2040 soweit sein. Die 15% für 2030 sind in diesem Sinne mal ein Zwischenschritt, mit dem man trotzdem schon einen signifikanten Klimaeffekt erzielen würde. Und was heißt das eigentlich für die Kosten? Wird das teurer? Worauf muss sich der Verbraucher einstellen? Nehmen wir einfach einen Autofahrer. Unser Vorschlag hat ja aus unserer Sicht den Charme, dass der Autofahrer kostenmäßig nur sehr wenig merken soll und dass wir im Grunde genommen dann hier einen Weg beschreiten, der in dieser Logik auch auf 100% hochgefahren werden kann. Aber noch viel wichtiger, das ist ja gedanklich ein Weg, mit dem man die gesamte Bestandsflotte auf dem Globus, letzten Endes die gesamte Bestandsflotte in Richtung Klimaneutralität bewegen kann und das auch noch zu Treibstoffkosten, die nicht so viel anders sind wie die heutigen. Das heißt, das schließt mit dem Methanol-Diesel dann potenziell auch die LKWs ein. Auf dem Globus gibt es einen Bestand von etwa 1 Milliarde PKWs, etwa 300 Millionen LKWs. Es ist immer interessant, das im Verhältnis zu Deutschland zu sehen. Da sind wir bei etwa 50 Millionen PKWs. Am Globus reden wir also über 20 Mal so viele PKWs. Und uns geht es natürlich darum, dass man auf Dauer diese gesamte Bestandsflotte klimaneutral bekommt, indem die heutigen Kraftstoffe auf fossiler Basis, also unser bisheriges Benzin, unser bisheriger Diesel, eben durch diese synthetische Variante ersetzt werden. Und dahinter steckt natürlich die Philosophie, dass an einem Auto mit Verbrennermotor nicht der Verbrennermotor das Klimaproblem ist, sondern der Kraftstoff, der in dem Verbrennermotor getankt wird. Herr Rademacher, Sie haben die Kosten erwähnt und gesagt, grob kommt auf den Autofahrer beispielsweise keine zusätzlichen Kosten zu oder geringe. Was heißt das konkret? Also jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, was kosten die ganzen Dinge? Und jetzt muss man sehr genau unterscheiden, wo wird denn eigentlich dieser Wasserstoff und dieses Methanol produziert?
unser normaler Ort der Entstehung in unseren Vorstellungen sind die großen Sonnenwüsten der Welt. Weil man in diesen Sonnenwüsten heute zum Beispiel mit Photovoltaik den grünen Strom zu geringeren Kosten als 2 Cent pro Kilowattstunde produzieren kann und abliefern kann an der Stelle, wo die Elektrolyse durchgeführt wird. Und man kann das im Prinzip in beliebigem Umfang machen. Und dadurch kommt man zum Schluss zu einem Preis für ein Methanolbenzin, der, wenn man mal die Steuern wegtut, irgendwo bei gut 1 Euro liegt, vielleicht auch 1,20 Euro. Und wenn man dann noch ähnliche Steuern drauf tut, wie wir das heute tun, und die meisten werden wissen, dass bei uns die Steuern fast die Hälfte der Kosten bei Benzin sind. Wenn man das auch noch darauf tut, dann bewegt man sich nach unseren Schätzen irgendwo in die Richtung von 2 Euro.